Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich immer mega auf diese Weihnachtsgeschenk-Ideen-Videos. Ich glaube, seit ich mit YouTube angefangen habe, habe ich das jedes Jahr wirklich gemacht. Und heute habe ich auch wieder 15 Ideen für euch. Ich habe euch ja im Wichtel-Video so abstimmen lassen, bis wie viel Euro ungefähr die Ideen gehen sollen. Und die Kategorie mit bei weitem den meisten Stimmen war halt bis 30 Euro. Wobei die meisten Geschenke, die ich hier habe, sind noch deutlich günstiger. Falls ihr noch irgendwie eine richtig gute, kreative Geschenkidee habt, dann lasst es gerne mal in den Kommentaren. Vielleicht liest das dann jemand und will euer Geschenk nachmachen. Und es ist ja manchmal nicht so einfach für manche Leute, Geschenke zu finden. Also so können wir uns alle weiterhelfen. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video und hier kommt Geschenkidee Nummer 1. Und übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es gewusst habt, ich habe gerade nachgeschaut, es sind nur noch 27,5 Tage bis Heiligabend. Zumindest, wenn das Video online geht. Also, das hier hat richtig, richtig gute Bewertungen im Internet. Ich weiß nicht wieso, weil ich habe es noch nicht benutzt, aber jetzt ist es bei mir angekommen. Jetzt probieren wir das mal aus. Das ist intelligente Superknete. Das steht hier wirklich drauf. Und das ist jetzt nicht nur so ein Kinderspielzeug, sondern das soll wohl irgendwie sehr entspannend sein, so damit rumzuspielen. Keine Ahnung. Erinnert mich ein bisschen an diese ganze Schleimgeschichte. Die gibt es übrigens in ganz vielen verschiedenen Farben und die soll angeblich irgendwie ihre Farbe wechseln. Ich weiß nicht, wie genau. Falls ihr sowas mal benutzt habt, dann schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was genau es damit auf sich hat. Aber ich glaube, es ist halt einfach nur so zum Rumspielen und es fühlt sich halt echt mega cool an irgendwie. Okay, jetzt kommen wir aber zu normalen Sachen. Das hier, finde ich, ist ein super Geschenk, falls ihr jemanden kennt, der sich gerne und häufig die Nägel lackiert. Und zwar ist das so eine Nagellack-Auftragehilfe. Nicht unbedingt etwas, was man wirklich, wirklich braucht, aber es ist ganz lustig. Und zwar ist das halt wie so ein Ring und ihr könnt hier oben euren Nagellack reinmachen. Und dann habt ihr den halt immer griffbereit, wenn ihr euch die Nägel lackiert. Das ist halt auch wirklich sehr günstig gewesen und man könnte das zum Beispiel zusammen mit einem Nagellackfläschchen verschenken oder mit einem Gutschein für eine Maniküre oder sowas. Das hier habe ich letztens erst Henrik zum Geburtstag geschenkt und er hat sich sehr darüber gefreut. Das ist so ein Gadget-Stift mit einem Batman-Logo, weil er mag Batman irgendwie total gerne, keine Ahnung. Und der hat halt so verschiedene Funktionen. Also ihr habt hier oben so ein Touchpen, also ihr könnt damit auf eurem Handy einfach rumschreiben. Und wenn man das Teil hier aufdreht, dann hat man hier einen Schraubenzieher mit zwei Seiten sogar irgendwie hier. Hier habt ihr noch ein Lineal und eine Wasserwaage und irgendwas konnte der, glaube ich, noch, aber ich weiß nicht mehr was. Vielleicht war es einfach nur Schreiben. Was ich auch wirklich sehr empfehlen kann, weil ich es selbst in letzter Zeit sehr häufig benutzt habe, seit ich es bestellt habe, ist so eine Handyhalterung für den Arm. Und als es erst ankam, dachte ich mir so, ja toll, das ist irgendwie riesig und das wird niemals mein Handy halten. Aber es hat wirklich einen sehr, sehr sicheren Verschluss. Also man hat wirklich keinesfalls irgendwie das Gefühl, dass das Handy gleich rausfliegt. Das Teil hat auch wirklich sehr gute Bewertungen. Also das ist jetzt nicht nur meine Meinung. Es hält wirklich gut und wenn ihr halt jemanden kennt, der irgendwie gerne Sport macht und dabei Musik hört, dann ist das vielleicht auch ein schönes Geschenk. Und ich denke mal, das kann man halt sehr gut Mädchen, Frauen, Jungs, Männern, egal wem schenken. Was wahrscheinlich eher so für Mädels oder so interessant ist, ist dieses Teil hier. Und zwar ist das kein Fotoalbum, sondern ein Ohrringhalter. Fand ich irgendwie ganz süß, die Idee, weil wenn man viele Ohrringe trägt und viele hat, dann sind die irgendwie immer, weiß ich nicht, in der ganzen Wohnung und im ganzen Zimmer verteilt und man findet sie nicht wieder. Und so hat man halt einen Ort, so, wo man die einfach sammeln kann. Also hier sind in den Seiten so kleine Löcher drin. Und was auch in die Richtung geht, ist diese Acrylbox hier. Das ist eine Schmuckaufbewahrung. Oder zumindest kann man die als Schmuckaufbewahrung nutzen. Ich weiß nicht, vielleicht auch für was anderes. Die gibt es natürlich in 1000 verschiedenen Designs und Größen und so, aber ich fand die hier irgendwie ganz schön. Falls ihr mir auf Snapchat folgt, dann habt ihr das nächste schon gesehen. Und zwar sind das farbwechselnde Tassen und ich finde die hier einfach nur so mega süß. Ich komme einfach nicht drauf klar, ich finde die so niedlich. Ich finde die halt so schon mega, mega niedlich. Also zumindest die habe ich für Henrik gekauft, da ist Batman drauf. Aber das Coole ist halt, wenn man dann irgendwas Heißes reinmacht, sich einen Tee macht, dann wechselt die Farbe. Also hier ist das so, dass die Katze halt so die Augen schließt. Und hier wird Batman halt ganz weiß und man sieht ihn besser. Und irgendwie ist das nochmal so lustiger als nur eine normale Tasse. Gibt es auch für Mädchen und für Jungs. Dann habe ich auch noch was gefunden. Das hat mich persönlich sehr angesprochen, weil ich ein riesen Harry Potter Fan bin. Das war ich irgendwie immer schon. Oh mein Gott, ich liebe einfach die Bücher wirklich. Auf jeden Fall habe ich auf Amazon diese Kette hier gefunden. Und falls ihr Harry Potter gelesen habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, was das ist. Und falls nicht, kann ich es euch auch sagen, das sind die Heiligtümer des Todes. Und die war auch nicht so teuer und macht eigentlich einen soliden Eindruck. Ich hätte mir das Dreieck ein bisschen kleiner vorgestellt, aber die gibt es auch in vielen verschiedenen Ausführungen also. Was ich auch finde, was eine mega süße Idee ist, falls ihr jemanden kennt, der irgendwie gerne kocht oder so, ist so ein Rezeptebuch. Und das hier zum Beispiel
ist, als ich es gekauft habe, leer gewesen. Aber ihr könnt halt selbst Rezepte dann reinschreiben. Und ihr könnt das dann halt entweder leer verschenken oder ihr schreibt schon ein paar von euren Lieblingsrezepten rein und könnt das dann mit der Person zusammen irgendwie kochen. Ich würde das wahrscheinlich dann echt so machen, dass ich noch irgendwie so einen Kochabend mit verschenken würde. Also, dass ich halt so die Zutaten dafür einkaufe und dann kocht man irgendwie zusammen. Ich weiß nicht, ich finde sowas immer am schönsten und keine gekaufte Sache kommt irgendwie an Zeit, die man zusammen verbringt und Spaß hat und so ran. Also, falls ihr jemanden kennt, der irgendwie eine Reise geplant hat oder irgendwie total gerne reist oder so, dann wäre das vielleicht auch ganz süß. Das ist ein Reisetagebuch für alle Länder, steht hier. Also es ist einfach nur etwas, was man mitnehmen kann und man kann so seine Erinnerungen einfach von der Reise da so reinschreiben oder Fotos reinkleben. Und dann sind hier aber auch so Seiten, zum Beispiel hier so, lerne mindestens 10 Wörter in der Sprache. Oder frag einen Einheimischen nach den besten Insider-Tipps und so. Also es animiert einen irgendwie so ein bisschen mehr in Kontakt zu treten, so mit dem Land, in das man reist. Und das finde ich irgendwie echt sehr cool. Und von derselben Seite habe ich das Teil bestellt. Das ist ein Wochenplaner. Und den habe ich ehrlich gesagt für mich gekauft. Die haben einfach ein mega, mega schönes Design. Hier oben könnt ihr halt auch noch so wichtige Dinge, Einkaufsliste, Top 3 Ziele und sowas reinschreiben. Und ich habe von der Seite auch übrigens meine Schreibtischunterlage, falls ihr euch erinnert, diese rosane. Danach haben mich auch immer ganz viele gefragt. Die haben halt jede Menge Schreibkram und Stationery und so mit sehr, sehr hübschem Design. Und die Qualität ist auch echt schön. Werde ich euch auf jeden Fall auch unten verlinken. Oh mein Gott, ich gucke ja gerade Pretty Little Liars. Jetzt musste ich irgendwie voll an A denken. Das passiert, wenn man zu sehr eine Serie suchtet. Irgendwie sieht man dann überall die Serie. Das hier sind auf jeden Fall Partner-Hoodies. Also das ist zumindest einer. Da steht Queen drauf. Und das ist Hendrix, da steht King drauf und das finde ich irgendwie mega süß. Sowas gibt es aber auch jetzt so als Freundschaftspullis, also irgendwie so Best Friend oder irgendwie Pommes und Burger oder sowas. Auch als T-Shirts und auch in ganz vielen verschiedenen Preisrichtungen und so. Dann etwas, was ich, glaube ich, wirklich noch nie empfohlen habe, und zwar ein Buch, beziehungsweise es ist eine Bücherreihe. Und ich habe die ersten zwei schon gelesen und Nummer 3 ist vor 2 Tagen, glaube ich, bei mir per Post angekommen. Ich hatte das vorbestellt, weil ich die ersten beiden Bücher so schnell einfach durchgelesen habe. Ich weiß nicht, irgendwie fand ich die so schön. Und zwar, ich habe die jetzt auf Englisch gelesen, da heißen die halt A Dog's Purpose und A Dog's Journey. Aber es gibt die auf jeden Fall auch auf Deutsch und ich suche euch mal den Titel unten auf jeden Fall raus. Das Besondere ist halt, dass die Bücher aus der Perspektive von einem Hund erzählen und der Hund durchläuft halt so verschiedene Leben und wird immer wiedergeboren, was am Anfang irgendwie ein bisschen verwirrend war, aber dann kommt man rein und ich sage euch, ich habe bei dem Buch einfach so häufig geheult und dann habe ich wieder gelacht und geheult und halt so im Wechsel. Ich weiß auch nicht. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil wie gesagt, es erzählt halt ein Hund und so die ersten 30, 40 Seiten bin ich nicht ganz reingekommen, aber danach habe ich die halt wirklich so schnell durchgelesen. Dann habe ich noch diese wunderhübschen Teile hier, die einfach nur aussehen wie Plastiktüten. Die hat mir selbst mal eine Freundin empfohlen. Das sind Packing Cubes. Die gibt es bei Amazon, aber ich glaube auch so andere Hersteller machen das auch. Nur das sind jetzt die von der Eigenmarke von denen. Und die gibt es auch in vielen verschiedenen Größen. Und zwar ist das echt das perfekte Geschenk, wenn ihr jemanden kennt, der häufiger mal verreist. Im Prinzip ist es nichts weiter als halt so Fächer, um seine Sachen in den Koffer zu tun. Also zum Beispiel tue ich hier immer, keine Ahnung, so Unterwäsche und sowas rein in das Kleine und Pyjama und so. Und dann hier Hosen und hier Oberteile. Also es ist eigentlich nichts so Weltbewegendes, aber es erleichtert einem das Packen einfach so sehr, vor allem auch das Auspacken, wenn man dann im Hotel ist und vielleicht nicht alle Sachen irgendwie in den Schrank reinräumen möchte. Dann kann man halt einfach das in den Schrank tun und aufmachen mit dem Reißverschluss und man hat irgendwie alles so kompakt an einem Ort und hat es auch schon vorher vorsortiert. Also ich war selbst auch ein bisschen skeptisch, aber da ich ja relativ viel unterwegs bin, nutze ich die einfach im Moment so, so viel. Und es ist halt einfach echt mega praktisch. Und irgendwie ist dann nicht alles so im Koffer durcheinander und man findet die Sachen schneller. Ist irgendwie echt eine gute Investition gewesen. Dann wollte ich euch unbedingt nochmal zeigen, dass das Selfie-Licht endlich angekommen ist. Und es hat sogar 3 Stufen, was ich gar nicht gewusst habe. Ich hoffe, das kann man erkennen. Und ich habe jetzt auch schon versucht, ein Selfie damit zu machen und es funktioniert echt gut. Also hätte ich gar nicht gedacht, weil im Prinzip ist es ja relativ klein so und batteriebetrieben. Aber die Batterie war halt schon mit drin und ihr seht ja, es ist ziemlich hell. Gut geeignet für Selfie-Süchtige. Und dann zum Schluss noch etwas sehr, sehr Unnützes. Wobei, es geht eigentlich. Das Design ist halt so ein bisschen Geschmackssache. Ich finde es mega cool. Mehr Jungfrauenpinsel. Ohne Witz, ich glaube, die haben irgendwie 99 Cent gekostet. Guckt euch mal an, wie schön die bitte sind. Man kann sie auch kitschig finden und hässlich. Ich persönlich finde die aber cool. Glaube, ich habe aber darauf so 10 Tage gewartet. Also falls ihr das Video irgendwie ganz kurz vor Weihnachten schaut, dann
ja, wird das wahrscheinlich nichts mehr. Ich hoffe, es war irgendeine inspirierende Idee für euch dabei, aber natürlich sollte es nicht hauptsächlich ums Schenken gehen an Weihnachten, sondern ums Zusammensein und dass die Familie sich sieht und so und mit den Freunden. Also ich finde, das ist immer irgendwie das Allerwichtigste. Deswegen, falls ihr irgendwie nicht das allertollste Geschenk findet dieses Jahr, dann ist es halt so und seid nicht zu traurig deshalb. Falls ihr noch andere ganz günstige Ideen sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall mal bei meinem Wichtel-Video vorbei. Da sind nämlich nur Sachen bis 5 Euro in dem Video drin. Und ja, alle Links zu den Produkten sind unten in der Infobox, falls ich sie gefunden habe. Hier findet ihr meine Social-Media-Accounts wie immer und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Nächste Woche ist schon der erste Advent und ich freue mich schon mega drauf. Hab euch lieb, ciao!